So, Aufräumen von Vertex-Dubletten, Kanten und Kanten ohne Flächen, also im Prinzip Fehler löschen, Fehler aufräumen, weil das passiert halt immer wieder, dass man aus Versehen irgendwo Geometrie erzeugt, die teilweise dann super nervig ist, das wegzukriegen oder die einfach super nervige Nebeneffekte haben. Ich versuche das mal an diesem Objekt zu machen. Als erstes investiere ich jetzt ein paar Minuten. Ich hoffe, ich kann das dann später im Zeitraffer machen, das Objekt zu modellieren. Das heißt, ob das dann die richtige Variante ist, das werden wir später wissen. Das heißt also, ich mache mir erst einmal das hier und gehe jetzt erstmal hin und unterteile mein Objekt. Ist ja nicht egal. Ich kann die hier selektieren. A-Säule. Ich versuche die immer an der Säule zu orientieren. So ein bisschen. Erstmal die Seite. Was ich jetzt schon weiß, ist, die Kotflügel werde ich wohl erst einmal als separate Objekte machen, weil mir das, glaube ich, sonst zu kompliziert wird. Also die werde ich dann nur reinstecken. Das ist zwar nicht so optimal, aber ich denke, das wird zielführender sein. Na.
Ich weiß, ich habe hier ganz viele Objekte jetzt, aber die nehme ich wirklich in Kauf, damit ich saubere Schnitte habe. Hier muss man darauf achten, dass es keine Überschneidungen gibt. Wie der hier vorne aussieht, das weiß ich noch gar nicht so genau. Das kann sein, dass ich da noch ein bisschen Referenzbilder brauche. Ich habe mir jetzt gerade mal Bild geholt und der ist zwar nicht gleich, aber der ist schon zumindest sehr ähnlich. Und man kann halt sehen, dass er hier vorne sehr rund ist. Und das ist natürlich für unsere Art der Modellierung sowieso immer etwas schwierig. Jetzt stört mich hier der blöde Scheinwerfer. Und von daher die Empfehlung halt, macht diese Objekte ganz zum Schluss. Zum Glück kann ich die anwählen. Wenn ich eine Fläche wähle, L, da der keine weiteren Kontakte hat, habe ich den an der Stelle selektiert. Wenn ich den nicht verlieren möchte, drücke ich jetzt Steuerung P, nein, Alt P, so. Jedes Mal dasselbe. Make Parent, nein. Für sie separieren, ah, nur P, Entschuldigung. Nur P. Selektion separiert. So, jetzt kann man sehen, die sind selektiert, weil wir noch in diesem Objekt sind. Wir haben sie aber zu einem anderen Objekt gemacht. Und das heißt, ich kann die da wieder wegschieben. Ups, das wollte ich nicht. So. So. Jetzt kann ich die wieder ausmachen. So, jetzt stören die mich an dieser Stelle nicht mehr. Was mich jetzt natürlich hier stört, und das dürfte auch nicht so ganz trivial werden, ist, als erstes mal hier den Blendenmodus ausmachen. Das müssen wir jetzt Platz schaffen. Platz schaffen insofern, dass ich vorbereite diese Rundung. Ups, das nicht. Irgendwann das Ende Gelände. Ein bisschen unsauber gearbeitet. Das sieht jetzt erstmal ganz wild aus, aber letzten Endes wird man das alles später benutzen können, um die Form zu geben. So, wir haben jetzt relativ viel gemacht und eventuell haben wir sogar irgendwo Mist gebaut. Wenn ich zum Beispiel irgendwie hier die genommen hätte und hätte zum Beispiel eine Extrusion gemacht, hätte die Extrusion aber aus Versehen gemacht, das heißt, sie wäre nicht zu sehen gewesen, so wie das hier. Und das ist jetzt so der neuralgische Punkt.